Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für die Premier General. Das kann ja zwei Videos über die wichtigsten Konzepte, das vom Heritage. Aber ich meine, es sind just die Konzepte, die wichtig sind, für ein Beispiel vom Kurs zu machen. Ja, das ist ganz einfach. Aber ein kleiner Erklärung, was ist ein Heritage? Am Anfang wollen wir zum Beispiel, ich meine, auf Französisch, ein Vehikel, das ist ein Gefier. Ich meine, das ist denn so. Das ist einfach etwas, was fährt. Und was ist ein Vehikel? Das kann sowohl, ich meine, das so, ein Auto, ein Auto, aber es kann auch etwas ganz anderes sein, wie zum Beispiel ein Velo. Ein Velo. Das auch, alle zwei sind Vehikel. Das heißt, was wir wollen, also am Anfang an unserem Programm, wollen wir heute allgemein bleiben und dann mit Vehikeln schaffen, egal ob du ein Velo oder ein Auto. Die zwei bewegen sich zum Beispiel. Das ist mir egal, ob ich ein Auto bewege oder ein Velo, funktioniert selbst. Aber Heinz, so will man aber dann ganz präzise sein, dass ein Auto, den nur zum Beispiel Schlüssel, für den zu starten, nur den Gaspedal und so sagt. Da müssen wir einen Unterschied. Okay. Aber für das Programm will man Heinz da allgemein bleiben. Und das ist das Konzept von Datoren als auch gleichzeitig Datoren. Ja. Das will man rüberbringen. Und wir wollen das so programmieren, dass wir die können gebrauchen. Das ist Auto, Velo und Vehikule wäre Klasse. Zum Beispiel. Das wäre Klassen, ein Auto als ein Vehikel, ein Velo als ein Vehikel, aber selbstverständlich, ein Velo als kein Auto. Nee. Voilà. Das ist am Anfang das Prinzip. Wir meinen das hauptsächlich schon mit grafischen Elementen. Ja. Wir haben schon viele Beispiele über Grafik gemacht, aber da fahren wir weiter. Das sagen wir einfach. Wir gehen nicht an die ganzen Konzepte vom Heritage bis an den letzten Detail, das bringt halt für die Kugel nicht. Wir bleiben ziemlich abstrakt, konkret, wie wir das. Ich meine, das wird auch schon richtig komplex, ne? Ja. Und müssen wir immer ein Schema haben zu kennen, und die werden mal tausendmal und immer dasselbe Schema. Okay, mehr voilà. Dann. Gehen wir Praxis. Gehen wir dann ein bisschen an Praxis. Ich habe schon ein kleines Beispiel präpariert. Das ist ein Symbol. So etwas kennen wir schon. Und das ist einfach, wir haben ein Symbol, und wir haben Symbols, wir haben gelöscht. Wir können die am Drohpanel malen. Okay. Mehr ist es nicht. Wenn ich ganz schnell den Mainframe abmache, voilà, so etwas ist es. Das heißt, wenn ich habe fünf Symbole, möchte ich immer fünf Symbole dahinter. Was das Symbol ist, aber momentan also ziemlich abstrakt. Das ist einfach ein Punkt. Normalerweise ist das oben links. Ja. Ein Breit, ein Hecht, ein Pfaff. Okay. Okay. Methode, ein Konstruktor, nicht Extras. Wir haben eine Move-Methode. Ah, ich will eventuell mal einen Timer, für die schon ein bisschen an der Kur denken, den, dass wir den durch den Bildschirm bewegen. Ein schöner To-String. Und dann schon ein Draw. Ich möchte jetzt noch von geometrischen Figuren. Von geometrischen Figuren. Jetzt okay. Beherrscht das Loch aus Lös. Und das ist immer um dasselbe Teil. Und die meisten Schema basieren sich darauf. Das ist, was ich schon gemacht habe, und das ist schon nicht wieder ein Droh gemacht. Schon noch dabei geschrieben, Ariana Fair. Für was? Weil ein Symbol, als für mich, ich weiß nicht, wie ich die mole. Ja, ah, ich sehe, wo es hier geht. Voilà, ich weiß nicht, wie ich ein Symbol mole. Du weißt wohl, wie es der Kreis molst, ne? Voilà, zum Beispiel. Aber Rajdeck, verschieden. Aber dafür geht es noch nicht zu schreiben. Voilà. Ich weiß noch nicht, weil ich kann noch zum Beispiel eine Linie, ein Quadrat, ein Rechteck, ein Dreieck malen. Das ist mir immer los. Das Symbol, die weiß aber nicht. Die braucht nicht zu malen. Voilà. Und schon noch ein To-String für schön zu machen. Ich sehe nur den Punkt über links. Ja. Momentan ja. Für zu malen gehen wir davon aus. Wir definieren das. Voilà. Das, was muss ich da machen? Ich gehe einfach hin und ich meine eine neue Klasse. New Java Class. Was soll man aufhängen, können wir die einfachst? Ups, ein Rechteck. Rectangle auf Englisch. Das bleibt selber. Finish. Ah, schön, da haben wir schon ein Rectangle hier. Wie das. Rechteck ist das. Erste Keyword, den wir brauchen, als wir zu so in der Rectangle-Klasse. Irritiert vom. Irritiert vom Symbol. Für zu so ein Rechteck als eure Symbol. Und da ist dann den Extends. Und da gehen wir die Klasse. Und. Ja, das ist das, was du als Pfeil gemalt hast auf der Zeichnung. Das ist genau der Pfeil. Und das ist ungefähr das, was wir wollen. Wenn wir direkt sind, schon das gerade getippt, können wir schon einen Fehler machen. Immer etwas anderes gemacht und wir schon einen Fehler machen. Ja, was hätten wir gern? Voilà. Ich gehe da hin. Das Problem ist, sobald wir ein Heritage machen, sind wir mit den Konstruktors konfrontiert. Ich kann nicht mehr den Konstruktor machen, was ich will. Nee, du musst Sachen draufschalten. Ja. Für die meisten Aufgaben spielt das gut keine Rolle, wir brauchen nur den UML-Not zu gehen. Das steht alles am UML. Ich brauche nicht mehr dazu machen, was am UML steht.
Okay. Voilà. Und hier wäre am UML wert dran, dass ich hier einen Konstruktor habe, den mit all den Parametern hat. Insert, Konstruktor, und hier möchte man das schon automatisch. Oh. Dafür soll ich das doch gebrauchen. Okay. Wir sind zwar am Kontrollieren, stimmt das da? Für rechts stimmt das. Schon in oben links Koordinaten, ein Breit und ein Höchst und ein Farbe. Und hier möchte man automatisch das tun. Das ist super. Was ist super? Super ist für zu sagen, ruf die Methode von der Klasse oben drüber. Mhm. In diesem Fall, super heißt der Konstruktor von der Klasse oben drüber. Das ist vom Symbol. Der wird gestartet? Der wird gemacht, das ist fabrizieren am Anfang ein Rechteck mit Hilfe von der Konstrukteur vom Symbol. Wird das über Symbol? Und da kann ich sagen, Hand und Rumme. Das ist kein dann hier Instruction pour le Rectangle. Könnt ich da noch schreiben. Aber für mich reicht, ich will es nach irgendetwas ganz Spezifisches machen, könnt ich machen. Aber Hand und Rumme. Für den Super darf ich nicht schreiben. Ja. Das ist verboten. Mhm. Das ist der Abruf auf den Konstruktor von der Klasse Parent, ja. Das Symbol, muss er sich durchstehen. Ja, der muss gefiltert gehen. Der muss gefiltert. Wenn er mit dem Insert funktioniert, geht das meistens gut. Mhm. Voilà, das ist schon der Dicht. Okay, speichern auf. Voilà. Ich meine, noch ein zweites Beispiel. Das geht ein bisschen mehr okay, kompliziert. Was tun wir noch? Als Symbol zum Beispiel ein Kreis. Das ist auch ein Symbol, die kann ich auch malen. Dann haben wir eine neue Klasse. Also bei Instruction pour Rectangle meinst du mit den Attributen spezifisch für die Rechteck? Spezifische Sachen für die Rechteck, zum Beispiel Attribute definieren, Sachen, die ich will mit dem Rechteck machen, zum Beispiel für zu sagen, ist es noch gescheit, nicht gescheit, irgendetwas. Mhm. Die nicht zum Symbol gehören, die nicht mehr zum Rectangle sind. Die müssen dann auf der Platz kommen. Mhm. Das ist gut. Wir können noch einer sagen. Es geschieht nicht oft. Normalerweise an all den neuen Beispielen sind die meisten Methoden an der Hauptklasse und dann drinnen malen wir just ein paar Kleinigkeiten. Den einen oder anderen Attribut mehr, aber meistens ist es ein Sache von malen. Mhm. Ganz oft. Ich meine nur das Kreis, Circle. Okay, Finish. Zahlwürst. Das ist noch genau der Zahlwürst. Hoch noch der Zahlwürst. Extends. Denn nicht, wenn es kann, ist das zu gut automatisieren, aber das will ich nicht weisen, weil das bringt einen zu Schwierigkeiten. Zahlwürst, das Problem. Ich muss einen Konstruktor definieren. Mhm. Also obligatorisch, ich komme nicht allein. Okay, RAM, Source, Insert, ich das lieber mir einfach. Ich kann doch per Hand machen. Und dann möchte ich das tun. Okay, RAM, ruft den Konstruktor. Aufgepasst, das geht an unserem Konstruktor, an unserem UML steht etwas anderes geschrieben. Es steht nicht das tun. Nee. Ich kann es leider nicht weisen, es steht P-Center X P, Center, Y, weil der Kreis geht mit dem Zentrum definiert, nicht mit dem Eck oben links. Und dann wird weder ein Breit noch ein Höchst, mehr Radius. Wo kommen die dann noch hier? Du musst die ja füttern, das ist super. Da muss ich gucken, dass ich den genau an der Radius tisch. Den automatischen Konstruktor vom NetBeans ja. Klappt hier nicht hundertprozentig. Nee. Der ist hier als X, Y, weil was tun wir, wird das der P, Center, X, minus der Radius. So definieren wir einen Kreis. So haben wir den ja oft. Ah ja. Y minus der Radius. Ja, das heißt, du musst halt die Operation an Klammer dran setzen, wie das du nicht für Druck setzen. Voilà. Das muss für drin unmöglich. Die könnt für drin nicht mehr. Nein, du kannst ja nicht irgendwelche Operationen machen. Den super Abruf aus den ersten. Ja, du kannst ja nicht eine Variable lokal deklarieren. Nein, also nicht. Nicht. Nein. Breit als zweimal der Radius und Höchst als auch zweimal der Radius. Voilà. Das okay. Nur für ein bisschen mehr komplizierte Beispiel zu weisen, wo den Konstruktor von unserer Klasse hei. So nicht dieselbe Schnitt wie die. Nicht hundertprozentig als wie die. Mhm. Das geschieht reinst du, entweder wo die mehr Parameter oder mehr Parameter, und ich muss den dann dementsprechend adaptieren für den Klasse von oben drüber. Ja. Mehr ist es nicht. D'accord? Und du selbst, ich könnte hier haben drin. Ja, aber du super erwartest, all die Sachen, die für drin ja. Sind, anders geht es nicht. Das ist der super Wert, schon nicht mehr die Konstruktor. Wenn ich zwei Konstruktoren am super habe, dann muss ich von denen zwei wählen.
das aber nicht oft der Fall. Voilà, aus dem Prinzip klar. Das ist das einfach nur nicht der Konstruktor. Das Schema, wie wir sie bis immer noch gebrauchen, geht nicht mehr weit wie das, was der Konstruktor bleibt. Okay. D'accord? Wir definieren dann 2, 3, 4 Klassen. Wir können noch zum Beispiel beim Raschdeck eine zweite Klasse Carré definieren, die dann vom Raschdeck irritiert. Wo dann zum Beispiel die Width und die Height nicht mehr da ist. Mhm. Da haben wir nur einen Côté. Und dann gibt es zweimal dieselbe Straße. Und das zweimal dieselbe Straße, die gebe ich dann abrufen. Mhm. Das gibt es gut. So funktioniert das. Und der Beispiel bei uns limitieren wir uns auf 1-2 Stufen. 3 Maximum. Okay. Ja, für nicht zu viel komplex zu gehen. Okay, das ist der Konstruktor am Meritage. Bon, für was ist das heute noch gut? Ja, wie gesagt, wir wollen hauptsächlich Sachen malen. Mhm. Den To-String. Ja, das To-String steht hier oben definiert. Okay? Ja. Bon, lo muss man aber noch ein bisschen probieren, weil sonst können wir nicht mehr. Dann gehen wir mal hier hin. Ach, ich will hier Sachen definieren. Vergiss mal momentan den Rest, was mich interessiert, das hier. Ich will am Main lo schon direkt hier Sachen probieren. Ja. Fängt mal an. Ich definiere zum Beispiel das Symbol S, das gleich New Symbol. D'accord? Aufgepasst, ich muss ihm da lo Parameter gehen, wo er hier kennt. Zum Beispiel 10,10. Das sind Positionen. Wie viel ist der Breit? 100 auf 150. D'accord? Mit einer Farbe, Color Red. D'accord? Wir nehmen ein Symbol definiert. Ah, du musst ein Symbol, du musst kein neues Rektangel. Ich probiere mal. Hier haben wir ein Symbol gemacht. Hm. D'accord? Wenn ich dann das durchschreibe, System.out.print. Ah, den haben wir schon lange nicht mehr gebraucht. Das ist ein Doppelpunkt. Plus S to string. Der to string ist nicht, nein, der steht auf dem Matchup-Beruf. Da sehen wir direkt, was hier mal geht. D'accord? Mhm. Ich meine nur ein zweites Beispiel. S ist gleich new rectangle. Rum mit Parameter. Wenn den heute noch zwar ein bisschen mehr verschoben, 100, 100, mir aber ein bisschen mehr klein. Mit einer Color Blue. Ja, mit so. Voilà. Und wir fragen, wo genau das selbe ist. Ich klicke lieber, hier geht ein bisschen mit hier. Da tun. Copy. Command C. Command C. Hier ist ein Tanfertig, der Mac. Das geht Problem. Das ist selbe, das sogenannte selbe Befehl, auch S.toString. Da kommen wir Münze an der Symbol gespeichert. Das ist nur doch nicht gemeckert. Nee. Das ist das ein Symbol. Schon ihm gesagt, ich meine ein New Record, nur da war kein Fehler gesagt. Das ist typischerweise sind sie kompatibel. Mhm. D'accord? Ja. Das geht. Komm, kontrollieren wir mal, was da geschieht. Ich dachte, ich muss an der Konsole. This is a symbol. This is a symbol. Oh. Das ist ein Hashtag. Ja. Ah. Oh. Hm. Okay. Hm. Muss man analysieren. Das ist, dann wird man in den zwei Fällen gesagt, wer ein Symbol. Das war ein Hashtag. Mhm. Für was? Mhm. Da hast du den wirklich der Knackpunkt von dem Heritage. Das sind zwei Strings, die wir schaffen, ja. Die heutigen Methoden stehen an der Symbolklasse. Mhm. Die stehen nicht am Rektangel. Die geht automatisch durch sicher. Ja. Die sind zwar nicht am Rektangel dran, aber die geht aber hier sicher. Mhm. Der Rektangel ist ja ein Symbol, die nur die heutigen Methoden zur Verfügung. Die nur die heutigen Methoden gefragt. Ganz einfach. Ich will aber nicht Symbol schreiben, weil dann wird man einfach redefinieren. Das muss ein Override funktionieren. Ja. Die heißt Override, redefinier, ja. Und dann schreiben wir das einfach frisch. Public String to String, das ist genau das, habe ich denn. Num, geschweifelte Klammer, oh, ich meine dann. The quick and dirty. The quick and dirty, geht auch. Voilà. Und was soll ich hier? Return, das geht ja Rectangle. Okay? Das ist schon die heutige Methode redefiniert. Ja. Was geschieht, wenn die heute an einem Objekt vom Typ Rektangel abgerufen wird, dann wird die heute abgerufen. Nicht die vom Pop oder von der Mom-Klasse. Guck mal, ob das klappt. Voilà. Ah. Er rief automatisch die richtig. Bon, was geschieht? Heinz, du, geschieht, dass ich aber trotzdem brauche, ob es der Pop gerechnet wird oder Mom-Klasse gerechnet wird, brauche ich auch am Menge Klasse. Ich will nicht Duplikation Code machen. Ja. Wenn wir noch schon etwas gerechnet gehen, da will ich das gebrauchen. Mhm. Da geht dann der Super, RIM. Ich habe aufgepasst, ein bisschen anders.
Das da kann ich hei super abrufen. String res zum Beispiel. Ich meine, man denkt im Zwischenresultat, das nie hernomilierserisch geht. Das ist res als gleich Rektangel und dann return res. Okay. Das haben wir ja oft auf der 11 Demos gemacht. Oder trotzdem paar. Voilà. Ich will nur aber zum Beispiel den Num von der Klasse, die Uwe steht, von der Mama-Klasse, mit schreiben, für zu wissen, was bringt eine Hierarchie sinnig. Das kann ich dann einfach mit super.toString. Super heißt, ruft die, die Uwe drüber aus, konkateniert mit, das ist dann meine ich zum Beispiel so. Dieses Symbol of Type Rectangle, das gab es, ne? Dann muss es die zwei abtauchen. Das ist eigentlich ja. Der Super von der Mama, da muss das Symbol abstehen, da tun das ein Engerder weiß, wie zu sagen, den halten aus innen drinnen, der ist noch zwölfen und den du noch drinnen, da müssen die zwei Sachen abweisen. Interessant. Lovier, da war uns genauso interessant gewesen, das hätte ich noch eigentlich vom Disk gespart, weil er gibt ihn nicht gut verstehen. Weil er denn Disk als für diesen Objekt gültig, nicht für die von oben drüber. Nee, das ist ein bisschen den. Hat die leider nicht gesehen. Voilà. Das ist ein bisschen der Panner vom Super. Ja. Das ist das Super, so oben drüber. Ja. Wenn wir dann los starten. Den ist noch am Laufen, machen wir den mal so, voilà, yes, starten wir ein zweites Mal, was da los geschieht. Voilà, das ist der von der Klasse Symbol gewischt, wo ich hatte ein New Symbol gemacht, und hier ist der vom Rectangle, und das ist das, was den Mama-Klasse Symbol gemacht wird. Da können wir dann auch einer Sachen überrechnen lassen und wiederverwenden. Im Prinzip nicht schwer. Ich meine aber, lo hier ein kleine Änderung. Ich definiere einen Rektangel. Ja. R ist gleich New Symbol. Man denkt an Größe von 10, 10, man denkt an Farbe, Color Black. Geht da doch? Da steht der 4. Für was? 4 tun uns aber gegangen. Aber nicht. Für was? Da steht Incompatible Types. Ich kann ein Symbol. Nicht an den Rektangel dran setzen. Nicht an einem Rektangel. Kann nicht Typ Rektangel. Weil ein Symbol kann sowohl ab Kreis sein. Den nehmen gedrehte Weg geht. Das ist ein Rektangel als ein Symbol. Das ja. Ich kann ein Rektangel an einem Symbol dran machen. Aber ich kann nicht ein Symbol an einem Rechteck machen. Auch wenn ich weiß, dass ich das tun. Wenn ich das tun. So. Ich weiß, dass es ein Rektangel ist. Schon hier geschrieben. Was steht hier? Es ist gleich New Rectangle. Aber ich werde trotzdem nicht machen. Nee, du hast einen Type, einen anderen Type über alle schon ihm gesagt, das ist schon in den S-Variabel gespeichert, das Symbol-Variabel, dann verweichert er immer, für den an einem Rektangel zu machen. Weil es keinen Sinn, dass nicht mehr der richtige Typ dran ist. Ja. Als Sicherheitsgrund, der wird das nicht mehr machen. Ah, okay. Dass wir den Type Sicherheit zu machen. Der denkt darum, das ist verboten. Die könnt nie von einem Woven-Tipp an einem Innen-Tipp speichern. Das geht nicht. Das spielt am wenigsten Rolle an unseren Beispielen, weil wir sind immer an diesem Kontext. Wir bleiben immer so. Mit Rectangle als gleich New Rectangle, das gibt es. Das geht. New Rectangle. Rectangle. Ups, mein Hai. Ah. So, 0,0. Und dann also mit 10 Punkten, mit Color. Yellow. Okay. Das geht. Ich kann dann eine Variable Rectangle, vom Typ Rectangle, auch ein Klasse. Ein Objekt von dem Typ speichern. Das geht. Und ich kann auch auf das Super zugreifen. Wie weiß das ja? Hier ist es automatisch wieder. Das System auf Printland gibt genauso funktioniert wie für Sie. Immer, theoretisch. Ich habe noch nicht an einem S gespeichert, ganz richtig. Ich meine, den alt so, dann sehen wir das besser. Voilà, geht auch ja. So. Dann sehen wir wirklich dann, dass das geht. Voilà. Ja, ich muss den nur noch printen. Ja, geholfen. Da fehlt, ja. Ja, alles ganz. Voilà. Der ist dann, möchten hier für die Variable S und dann möchten den durch. Dann muss hier R stehen. R muss ja. Ja, das ist gerade so. Da bringt man den R. Theoretisch, die zwei sind Rechtecker, sie wissen nicht, wo sie gespeichert sind. Das geht ihnen dann nicht tun. Der ist dann, müssen die egal sein. Und das ist auch egal. Der ist für den S-Variable, kriegen wir das durch, und für die R-Variable kriegen wir das durch. Das ist der Inhalt von der Variable, die wichtig ist. Nicht, wo sie gespeichert ist. Das möchte ich ja nur lernen, wird mal gesehen im zweiten Video, möchte einfach lernen, viel mehr einfach. Weil sonst können wir nicht schaffen. Gesehen. Okay, bis dann? Ja, okay. Und letzte Sache,
Das ist ein Droh. Den Droh möchte momentan nicht erreicht. Und du willst das auch nicht ändern? Ich kann da hin, aber dann geht es nicht mehr für den Kreis. Ja, was meinst du am Symbol? Der Rechteck oder der Kreis wollen? Weder noch. Weder noch. Das ich muss du, rief, du riefst nie am Symbol den Droh ab. Ich kann. Wenn ich zum Beispiel so ein Hai, wenn das zum Beispiel geschieht, ich meine, du express, du hast mich schon provoziert. Meine Stadt. Ah, du musst eine Art Fehlermeldung. Nee, ich hab's intelligent. Es geschieht etwas systematisch an alle Figuren, das du aufsetzen. Ah. Aber just das. Aber just das. Voilà. Ah. Zum Beispiel, all Symbol wird ein Farb. Und die geht systematisch mit derselben Befehler gemacht. Da kann ich den Dohen zum Beispiel alles, was Jit für ihn machen muss, kann ich ruhig schreien an diesem Droh machen. Einfach GZ-Color. Das definiert die Farbe von meiner Mol-Operation, die da noch kommen. Am Rashdeck, ich meine Copy-Paste, wo sind ich ein bisschen mehr. Dinge, da meine ich schreien, ich redefiniere am Rashdeck, Paste. Ah, voilà. Ja, dann hat man definiert. Oh, da fängt schon gut an. Lommel nicht Rashdeck. Das ist schon gemacht. Das ist das, was ich meine, ist super. Punkt. Droh. Du musst sie benutzen. Das heißt, was du so ist obligatorisch, weil ich schon drüber eine Operation dran, die wichtig ist. Hm. Sonst muss ich den GZ-Color rum programmieren. Hm. Aber du musst den Droh machen, du kannst den Droh nicht wegschließen. Ne? Wenn ich den nicht mache, dann geht die Farbe nicht geändert. Hm. Weil dann muss ich sie selber programmieren. Ja, das ist nicht. Wir haben so, wenn ich 3, 4, 5, 6, 7 Befehle habe, die Wurven sind, dann muss ich sie abrufen. Hm. Voilà. Wie möchte ich schon mal rechtlich, auch machen wir viel. Rekt. Voilà. Was haben wir gesagt? Das ist ein X, den Y, der Width, Taste. Und das alles. Voilà. Oh. Na, bist du falsch? Ich weiß es nicht, das ist alles rot. Boah. Ah. Du. Oh. Ai, ai, ai. Ja. Das ist eben ein Problem, die man immer merken, leider. Das tun als ein Symbol. Der Rest sagt als ein Symbol. Wir haben nur gesagt, das ist ein Symbol. Mhm. Und hat aber keinen Zugriff auf alles, was private vom Symbol ist. Private heißt private. Private. Ah, den Eritage kriegt, okay, obwohl er irritiert, dass voilà. Kein Zugriff das war ein Symbol, mit dem hat keinen Zugriff auf den Attributen, die private sind. Muss dann die private ändern? Das ist verboten. In der Praxis schafft man eventuell mal eine Änderung von Private, das ist aber verboten. Okay. Das ist immer eine ganz schlechte Lesung für das zu machen. Was muss man machen? Du gibst es leider nicht mehr eine Möglichkeit, es muss den Getters definieren. Warum? Es steht am UML. Okay, das ist kein Gedanke zu machen. Es steht am UML. Diese Sprache Getter für den XY with an height. Okay. Eventuell so gut Pfaff. Wenn du Schnaps mit der Pfaff muss manipulieren. Mhm. D'accord? Das muss hei am Symbol unbedingt mein Getter definieren. Mhm. Wie gesagt, es steht am UML. Das brauchen sich auch keine Gedanken zu machen. Muss ich nicht. Okay, aber man kann es konzeptuell meinen, das ist aber wichtig, so denke ich, dafür schwätzen. Voilà, dafür wollte ich das auch. Hm? Für was sind sie nicht? Das ist ganz einfach, weil sonst habe ich keinen Zugriff drauf. Der Color, prinzipiell auch, war schon den in dem Fall schon hei. Durch Zufall schon hei gebraucht, da brauche ich schon nicht mehr. Weil es geht nicht mehr ins Gebrauch. Wir schmeißen den trotzdem, falls ihn die braucht. Heißt, ich mein Getter. Dann wird man auch Set. Wir müssen Ctrl-Z, ich habe schon ein Setter gemacht, aber ich habe ich will kein Setter. Oh, kann noch ein Setter haben, weil innen drinnen darf den so auch nicht schreiben. Darf sie nicht mehr selber. Ich, ja. Weil ich will aber trotzdem kriegen ein Setter. Geht's nicht. Da. Noch ein Keier. Das von den Heinz, mit dem du nicht. Du brauchst auf den richtigen Platz, genau. Ah, ja. Nee. Ich denke, er will wahrscheinlich, dass du auf den richtigen Platz passt. Nee. Nee, er will das, wenn es dem du. Wir wollten da nur nicht weitermachen. Ich meine, ne? Hier sind da bestimmt auch nicht. Ne, meckert. Ja, wir wollten nur nicht mitmachen. Eine Sekunde. Yes, machen wir die halt so. Ich meine, weil ich keine Speicher habe, ja. Ich kann effektiv nur nicht mehr schreiben, dann hängt. Ah, doch, du hast mal. Ich meine, die Nummer so. Speichern mal ein Keier. Speichern. Symbol. Source, Insert, muss ich noch passen. Ich will Getter, für sie alle gut. Ich kann noch die zwei holen, ich will just Getter. Und da steht zur Verfügung. Das ist hier, muss ich sie gebrauchen. Ich kenne ja schon meistens einen kleinen Trick. Hier,
Irgendwie meckert den Heinz da. Oh, machen wir die halt noch rum. Machen wir den so. Den so. Und das noch ein da. Vielleicht geht denn da los komplett. Noch ein da. Yes. Voilà, da sind schon da. Halalala. Ich möchte Heinz da proben. Ich könnte ruhig heute einfach get x, get y, get with schreiben. Ich meine, lieber immer mit Zwischenvariablen. Auch wenn das nicht muss. Für was? Bei der Sinn ist einfach der Wesig. Ich muss sicher gehen, da kann ich die auch manipulieren, verändern, Rechnungen machen. D'accord? Das ist ein Gesetz von. Das ist mir allgemein. Voilà. Wie geht es genannt? Nee. Ich weiß nie, wie die Komplische geschieht. Nee. Ja, dann machen wir die Falk hier. Tipptopp, sowas geht ein bisschen mehr sehr. Muss ich nicht machen. Mit behalten einfach den gewünschten für heute dann XY with und hate. Der Mensch hat auch W und hat auch herrscht. Voilà. D'accord? Ja. Tischt. Heimholen wir. Tischt mir definierend Pfaff. Und heimholen wir den Rest. Okay. Und wo genau das selbe ist. Oder etwas ähnlich, muss ich für den Zirkel definieren. Der muss auch sich selber malen. Der Zirkel. Mhm. Bon, Problem ist, ich muss aufpassen. Der Zirkel. Viel. Oval. Oval. X, Y, das stimmt. Mhm. Width und Height auch. Für was will ich schon par rapport zum Zentrum Heiwöwe berechnen? Das ist mein X, mein Y auch schon den Punkt Wöwe längs für mein Kreis. Mein Width und mein Height auch schon der richtige Radius. Ah ja. Das ist, brauchen wir doch keine Rechnung damit zu machen. Da geht, das ist das Problem vom Feel Over. Den ist ähnlich par rapport zum Rechteck, par rapport zum Kreis. Okay. Das ist, normalerweise muss ich können das testen. Das ist das tun. Wie kann ich das testen? Ganz sicher. Ja. Ich kann hier schon ein Add geschrieben, wo ich kann ein paar Symbole beifügen. D'accord? Was machen wir das? Ich meine, den Loop per Hand, den Doen brauchen wir dann momentan nicht mehr, das ist egal. Ich meine einfach ein Symbols.add, das ist ein klassisch, wirklich ein klassisch, wie soll ich sagen, Schema von einer Applikation, wo ich einfach grafische Elemente beifügen. Das haben wir schon ein paar Mal programmiert. Das kann ich schon zwei verschiedene Figuren. Ein Kreis, Kreis, ein Rechteck. Das ist ein Ding. Das ist New Rectangle. Ich meine, die bei 100, 100. Mit einer Breite von 100, 150. Das ist das Rechteck. Color. Red. Okay? Mhm. Und ich meine, gleichzeitig Strichpunkt. Und ich meine, noch ein Circle. Vertippt. Symbols.add. Selber ist aber das kein New Circle. Da kann man auch direkt testen, ob den Draw funktioniert. Wo soll man den machen? War ein bisschen wie nur beim Anfang. 40. Abgepasst. Den wird dann nehmen eng. Koordinate für den Rayon. D'accord? Mhm. Voilà. Und den Dohen, Manager, Kommentar. Die Vorschleife. Die Vorschleife. Ich will die behalten. Das für mein zweites Beispiel hier noch. Ja, den Kommentar habe ich mir einfach gewischt. Ja, ja, ich bin lieber so, weil das tut. Gibt dann. Misere. Voilà. Die brauchen wir nicht. Okay, kontrolliere mal, ob das geht. Starte meine Applikation. Ah. Oh, du hast schief gegangen. Ich möchte so einfach das Fenster zu klein gehen. Oh. Ja, das ist klein geroden. Oder. Oder. Nee, das ist noch alles richtig. Repaint das auch da. Okay. Oh ja, einfach lang hier. Ups, ne, was? Ah, Run, wird da geschrieben, wie kann ich mein Fenster mit groß machen? So. Oh, du hast aber etwas, was nicht stimmt. Du hast etwas, was nicht richtig gegangen ist. Ich probiere mal die Dornen wegzumachen. Ob man die nicht steuern. Hm. Kontroll ich meine nicht mehr. Okay. Das ist ein Tour gedreht, da noch abgerufen.
Die Anwendung ist noch gestartet. Oh, ich meine, sie sind gestoppt. Kommt was nicht sollte. Das tun stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo die kommen aus. Ich meine, du hast irgendwie ein Kehr. Running, okay. Falsch getippt. Wo haben wir noch ein Kehr? Viertel noch so gang? Nee. Das stimmt, ja. Du stimmt lo ab bis nicht. Muss man. Ah! Zu viel als kommentiert. Nee, das war schon für vier Runden, für Fehler zu vermeiden, hatte ich das tun. Ah. Kommentiert. Aha, wenn ich okay. Sagen möchte, ich nicht tun. Mit der Tasche ist jetzt Taste. Voilà. Voilà. Ah, halt besser aus. Voilà, ich kann halt 3 angehen, adden. Da wird dann mein Kreis am Herrenstück gemacht. Mhm. Voilà. Das ist dann das ganze Prinzip. Wo ich denke, ein kleines Klangisch geht noch. Da sind wir für den nächsten Teil fertig. Hier und da muss ich noch wissen, ob ich an einem Symbol, ich meine darum hier hin, Symbol S ist gleich New Rectangle zum Beispiel. Raum 10, 45, 40, mal länger 5, Red. Voilà. Heißt, du willst wissen, ob ich an meinem Symbol effektiv Rechteck dran habe. Ah. Symbol ist dieses also Symbol. Den Umfang der Klasse. Voilà. Mhm. Da gibt es einen speziellen Operator, das gibt Befehl, Instance of. Das ich kann das mit dem if kombinieren. Das ist if S. Das darf nicht R sein oder R. Nein, es muss S sein. In den einen Objekt einer Klasse kann beinhalten. Also ein Rectangle. Weil ja, System.out zum Beispiel, println, yes, it's a rectangle. D'accord? Else, if s instance of, ich kann auch Symbol testen, zum Beispiel. Oder circle, weil die gehören all zu Symbol. Mhm. Ich kann auch kann der Stadtmann zum Beispiel. Timer. Nee, das geht nicht. Geht Sinn. Dafür sieht man direkt, es geht nicht. Weil Timer kann nie ein Symbol sein. Nein. D'accord? Das Ding, was ich kann machen, ist Symbol. Das ist selber. Das ist selber. Oder Circle. Die darf ich machen. Nein, ich meine, ich darf noch. Das ist noch nicht fertig. Also. Voilà. Circle. Und dann machen wir das selber. Das System. Punkt out, Punkt printen. Heinz, du hast das neidisch, so nicht, dass das oft geschieht. Yeah, it's a circle. D'accord? Mhm. Wenn wir dann starten, dann muss ich Rectangle gesucht werden. Voilà. Weil das ist ein Rechteck. Das ist jeden Test, automatisch, was für einen richtigen Typ wirklich an der Variable Symbol gespeichert ist. Ja. Mehr ist es nicht. Okay, das war schon eine lange Lektion. Ich hoffe nicht so lang. Ja, okay. Dann sehen wir uns bei der nächsten Lektion. Ich werde ein Heritage. Merci für das Nullausstrahlen an Eddie.